Von Böker gibt es eine eigene Serie, History, Knife and Tools. Und dieses Teil hier, ja, das haben die auch im Sortiment. 440A Stahl. Und wir schauen uns an, was das kann. Hallo, willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, das ist das German Scout Knife. So nennen die das von Böker. Und ich kenne das selber noch von meiner Zeit als Pfadfinder. Wir hatten das und da war da die Pfadfinderlilie eingeprägt. Also ja, das ist dieses Messer. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren da in so einer Art Pfadfindergeschäft in Wien und mit den Eltern und da war dieses Messer. Und das habe ich nicht bekommen. Ein Trauma. Nein, kein Trauma. Jetzt im Nachhinein sage ich, bin ich froh, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit dem glücklich geworden wäre. Aber für einen jungen Pfadfinder könnte es auch von der Hand her passen. Denn genau das ist der Punkt. Also mir ist das ganz einfach zu eng vom Griff her, obwohl ich nur so klassische kleine Händchen habe. Also das geht sich nicht aus. Auch dieser Guard, der ist irgendwie nicht ganz meins. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Was interessant ist, dass mir früher gar nicht aufgefallen, da ist hier so ein Lederfilz drauf. Und das liegt daran, dass man den dann nachher in diese Metallscheide einbringen kann. Und damit das nicht so klappert und damit das schön aufsitzt. Ja, dann kannst du das ganz normal an den Gürtel hängen, alles cool, alles wunderbar. Und was natürlich auch dabei ist, und das ist mir eigentlich nicht aufgefallen, und manche der Pfadfinderkollegen hatten das, glaube ich auch, dieses Messer, dass da eine Säge dabei ist. Bei der Säge ist das nicht eine Zugsäge, so wie ich das von meiner guten Filti kenne, sondern es ist eine Stoßsäge. Also wenn man nach vorne arbeitet, dann wird Material abgearbeitet, nach hinten geht eigentlich fast gar nichts runter. Und ja, es funktioniert. Natürlich nicht so wie ein Silky, aber besser als nichts. Klar, der Vergleich hinkt natürlich auch. Ich habe hier zum Beispiel eine Silky Pocket Boy. Also wenn wir die jetzt da zum Beispiel im Vergleich nehmen. Übrigens, wir haben für die Silky Pocket Boy, für die 170er und für die 130er einen eigenen Holster, einen Gürtelholster gebaut. Gebe ich da auch den Link. Meld bei René Rossmann in der Werkstatt. Das ist schon eine andere Welt. Ich bin halt kein Freund davon, dass die Säge am Klingenrücken angebracht ist. Ich verstehe die Vorteile natürlich, dass man sagt, ich habe ein Werkzeug und mit dem kann ich schneiden und ich kann sägen. Aber meiner Erfahrung nach ist halt eine spezialisierte Säge, wie zum Beispiel eine Silky, dieser kleine Dreck da, das Dreckel, sonst wenn du das am Gürtel tragst oder auch in der Tasche, ist ja egal. Macht einfach von der Leistung her ganz was anderes als diese Teile da. So. Ach ja, billige Eigenwerbung. Dieser Holster passt natürlich auch bei der großen, bei der 170er und auch bei der 130er Säge. Aber du wolltest ja eigentlich was über Messer lernen. Entschuldigung. Was ich mich halt frage, aber es kommt aus alter Zeit, das Messer soll ja über 100 Jahre von Baden-Powell, der ja der Gründer der Pfadfinder ist, das Ganze auch mitentwickelt haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall, warum das so ein Metallblechteil ist. Wahrscheinlich war das einfacher in der Herstellung. Ein Loch ist nicht drinnen, das bedeutet, ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch ein Notstamperl ist. Das riecht jetzt nach Harz, egal. Aber ja, das ist wahrscheinlich früher so gewesen und ist wahrscheinlich auch langlebiger als eine Lederscheide. Aber wenn da irgendwer was weiß, wenn du was weißt, schreib mir bitte einen Kommentar. Hacken und Hauen ist damit natürlich grundsätzlich machbar und auch denkbar. Es ist aber einfach zu wenig Zug an dem Messer. Es ist natürlich besser als nichts, das ist ganz klar. Da ist dann dieser Hubbel hier hinten wiederum gut, wenn man es relativ weit hinten halten kann. Ich bin halt gespannt, ob, ich weiß nicht, das Original, ich habe ja kein Original, wie lange das mitmacht. Ich bin auch gespannt, wie lange dieser Nachbau das mitmacht. Aber es ist halt kein klassisches Hack- oder Haumesser. Aber gut, man kann es dazu benutzen, ja klar. Worauf ich verzichten werde, ist Batonieren. Das ist das Messer einfach nicht dazu gemacht. Ja, jetzt kann man sagen, Reini, du batonierst normalerweise immer. Nein, mit dem batoniere ich sicherlich nicht. Zur Not würde es das auf jeden Fall machen, aber ich weiß, dass wir als Pfadfinder immer Äxte mit dabei hatten. Ja. Da durften wir Kleinen eigentlich das nicht machen. So Wölflinge und bei den Speer, also wir durften das, bei den Speer durften wir dann schon, aber egal. Und Feuerstahlbedienung, das ist übrigens unser XL-Feuerstahl mit integrierten Zunderfach. Auch das. Ja, okay, mit der Säge, aber das ist halt wirklich ungesund, ja. Es ist alles schön abgerundet, wirklich schön abgerundet. Also ja, Feuerstahlbedienung braucht man einen Striker mit, wie man so schön sagt. Es ist nämlich, wenn du mit der Spitze arbeiten willst, und das geht eigentlich ganz gut mit dem Messer, dann kannst du hier den Daumen aufsetzen und das ist ja schön abgerundet, daher keine Feuerstahlbedienung, aber egal. Und da lässt sich wirklich sehr fein arbeiten. Also das ist schon ein durchdachtes Messer, auch wenn es
schon ein bisschen älter ist. Diese Drop-Point-Klinge würde jetzt zum Beispiel zum Bohren sich sehr gut eignen, jedoch habe ich halt dann wieder genau das Problem mit dem Sägerücken. Deswegen, ich bin von dem abgekommen. Ich habe früher geglaubt, dass das cool ist, aber mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Schau, ich weiß nicht, ob Pfadfinder das heutzutage noch einsetzen, aber da ist es mir wirklich lieber, ein Messer mitzunehmen, und das könnte auch so ein Messer sein, ohne den Sägerücken und die dazugehörige Säge. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, und ich glaube auch, dass besonders bei den Pfadfindern, gerade bei den Scouts, bei den Pfadfindern, ist eh alles mit dabei. Säge, Äxte, Messer, Machete, wenn es denn sein muss. Also der Baden-Powell hat mit dem Ganzen, was er da gegründet hat, ja auch die Idee gehabt, die Kinder von der Straße wegzubekommen, ihnen einen Sinn zu geben, Gemeinschaftsgefühl, also charakterbildende Maßnahmen, wie man so schön sagt. Und das war ja auch schön, es ist ja auch super. Und vielleicht war es da einfach, du kriegst so ein Messer, wenn du da mit dabei bist. Das ist das Pfadfindermesser. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem zusammenhängt, aber ich mutmaße jetzt hier nur. Man muss halt auch fair bleiben. Es ist ein Messer für einen Sammler. Also, ja, Nostalgie. Ja. Schneidet das doch gar nicht schlecht, also das muss ich gleich dazu sagen. Es ist zwar 440A Stahl, da wird es den einen oder anderen jetzt reißen, aber na, Bauerkart kannst du vergessen. Nämlich genau wegen dem, in der Baden-Powell Wüste, wie cool so ein Bauerkart ist. Dann hätten sie das hier vielleicht nicht eingebaut, oder hat das einen anderen Grund? Hat das irgendwie einen kämpferischen Grund? Ich weiß es nicht. Es schaut natürlich cool aus. Auch dieser Huppel hier hinten, wenn du kleine Hände hast, also Kinder halt, dann geht sich das alles super aus, und dann ist natürlich auch durch den Guard gesichert, dass du nicht in die Klinge reingreifst und dich auf diese Art und Weise verletzt. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass dieser Teil nicht mit der Säge ausgestattet ist. Hier kann man nämlich den Daumen durchaus auflegen. Ja. Das Ricasso, weißt du, da bin ich immer dagegen. Also ich mag so breite Ricassos nicht. Ja. Also dieses Teil hier, das taugt mir irgendwie nicht so toll, weil das muss ich an der Stelle beim Schnitzen ansetzen und verliere aber ja einfach Kraft, meiner Meinung nach. Also das ja, und das ist es mir auch passiert. Ich habe jetzt weiter vorne angegriffen und habe gleich in den Sägerücken reingegriffen. Also, ich würde auch interessieren, ich kann nämlich die Griffschalen nicht runternehmen, weil das Ganze ist vernietet. Ja, das ist hier ein Kunststoff, der ist drauf genietet. Und was ist jetzt mit dem? Ist das eingesteckt? Ist das ein Erl, der da irgendwo innen weitergeht? Oder ist das wirklich ein Full Tang? Aber auf der anderen Seite kann ich mir das wieder nicht vorstellen, weil der Guard hier, der ist da aufgesetzt. Wie ist das ineinander gebaut? Ist da ein Steckerl, der in das eingebaut wird und hier vernietet wird und auch die Griffschalen hält? Also interessant ist das schon, also einfach konstruktiv ist das interessant. Und ich bin mir sicher, dass es irgendjemanden gibt, der das weiß, wie das funktioniert. Gerne Kommentar, bitte, bitte. Fazit, also wenn du ein Gebrauchsmesser haben willst für draußen, dann wird es das nicht werden. Wenn du dieses Gefühl, ja, sozusagen als Sammler haben magst, von der Haptik das anzugreifen und in der Hand zu halten, und dir gefällt der Stil, oder du hast nostalgische Gefühle, so wie ich, wenn du sagst, Pfadfinder, da war ich noch jung, da war ich noch drahtig, da habe ich noch geglaubt, die Welt ist, na wurscht, egal. Dann ist das auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr guter Nachbau. Wirklich sehr, sehr schön gemacht, aber Gebrauchsmesser, da gibt es vieles, vieles Besseres. Ich gebe dir den Link zu dem Messer, wo du es bekommen kannst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir natürlich auch den Link zu all den Produkten. Das war's dann, René Rossmann, und auf Wiedersehen.